Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Teil von The Planet Crafter. So, wir waren ja mal dabei, dass vielleicht mal Tiere in unsere Obhut kommen. Und ich würde jetzt mal sagen, dass wir mal gucken, dass ich dieses Ding hier baue. Und ich würde das jetzt erstmal hier hinbauen, weil das hier eigentlich so vom Thema her hinpasst. So, jetzt gucken wir das mal an. Ja. Fügen Sie Merkmale ein, um eine Kreatur zu synthetisieren. Spezies. Definiert die Art der Kreatur. Definiert die Farbe der Kreatur. Farbe B, okay. Hauptmusterfarbe. Variante, Spezies. Okay, also wir haben ja noch nicht so viel. Ich glaube, das haben wir, das haben wir und das haben wir. Hier müssen wir was reinsetzen. Hier nicht. Jetzt gucken wir mal. Wir haben ja. Nee, falscher Schrank. Achso, was sind das? Genetisches Merkmal Größe. So sortieren. Bio, ich habe ja keine Ahnung, was das bedeutet. Stapeln, habe ich irgendwas doppelt? Stapeln die sich überhaupt? Nee, die stapeln sich nicht. So, ich habe jetzt hier Variante 5 und Variante 4. Mehr habe ich noch gar nicht. Dann nehmen wir mal ja Variante 5. Dann haben wir hier Hautfarbe. 7. Nee, 5. Und 4. Und das ist. Ja, davon haben wir 2. Ja, nehmen wir mal irgendeine Hautfarbe. Auch 5. Größe lasse ich mal noch. Ja, warte mal, reicht das jetzt? So viel Kram habe ich ja noch nicht. Aber der startet der dann von alleine, oder? Das heißt, hier kann ich gar nichts einsetzen? Oder wie? Das mit Sternchen hätte ich jetzt gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, die sind Pflicht. Und wie starte ich das jetzt? Geht das überhaupt? Weil ich habe hier keinen Button zum Starten. Bei den Dingern hier habe ich ja immer Forschung, sowas. Und bei den Baumdingern und bei den hier hinten kann ich ja auch dann Forschung. Aber hier, oder muss das erst alles voll sein, damit das geht? Bin gerade ein bisschen überfragt hier.
Er fügt es ja automatisch hier ein. Ich kann das nicht selber irgendwo, ich kann das nicht nehmen und obligatorisch. Optional. Muss ich da erst irgendwas anderes finden? So, ich nehme jetzt nochmal die Größe und das. Das nochmal. Ich gucke mal einfach jetzt, was passiert. Das kann ich gar nicht einfügen. Das kann ich auch nicht. Die Größe kann ich nur einfügen. Aber hier steht ja optional. Also so ganz verstehe ich es noch nicht, weil ich hier keinen Startbutton habe. Ich dachte, er erzeugt mir jetzt hier so ein Krempel, Krampelkrumpel. Also sowas hier. Was ich brauche für unten. So, jetzt muss ich erstmal was trinken. So, dann esse ich noch mal was und dann wollte ich mal so eine Rakete zünden. Vielleicht brauchen wir da irgendwie was. Ich muss auch noch mal einmal Wasser mitnehmen, falls ich dann noch mal unterwegs sein will. Die Wasserdinger habe ich auch umgebaut. Also, Rakete, 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 Rakete. Rakete, Rakete. Es gibt jetzt die Tierstreurakete. Okay, da brauche ich sechs Gene einmal anpinnen. Die abpinnen. Die haben wir alle, ne? So, das pinnen wir wieder ab, das pinnen wir an. Okay, ich brauche eine Raketendingsbums. Die haben wir ja hier noch drin. Mutagen 4 und Obsidianstab. Osmiumstäbe, so. Mutagen 4 war auch hier. Irgendwo hier. Und sechs genetische Merkmale. Ich habe von diesen Quallendingern da so viel über. So, dann haben wir hier die. So, wir haben die 9 doppelt. Nochmal die 9. Die 8. Sind alles Quallendinger, ne? Die 10. Nochmal die 10 und. Na, egal. Ich will jetzt mal so eine Rakete starten. Da werden wir ja wohl noch ein bisschen was von diesem genetischen Material finden. So. Tierstreurakete. Jawohl. Ach, guck mal, hier sind Fische drin. Ich schieß jetzt die Fische ins All, oder was? Warte mal, ich muss mal kurz. Die Baupläne abpinnen. Moment. Ach, schade. Kann die Baupläne nicht ausblenden, das ist blöd. Und jetzt kommen auch noch eine Dingsbums.
Die armen Fische. So. So, dann müsste ich jetzt das wieder rausnehmen können. Das sieht hier was Schlimmes? Nee. Ich wollte eigentlich wissen, was passiert, wenn ich die Rakete abgefeuert habe. Erstmal nichts, weil immer noch ein Sturm ist. Tierstreurakete. Sehr schön. Und gucken wir mal, dass wir da auch 24 von hochkriegen. Ah, da brauche ich aber genetisches Material, mein lieber Charlie. 50,8. Tiere. So, weil wenn du diese Insektenrakete oder so. Ich will nur wissen, ob man hier irgendeinen Effekt sieht. Wenn du die Rakete gezündet hast. So, was wir jetzt mal machen. Das Portal ist ja noch offen. Was wir jetzt mal machen ist, ich zeige euch mal das Biom noch. Das letzte, nur mal zeigen. Können wir vielleicht ein paar Kisten sammeln? So, jetzt haben wir ja hier den Durchgang, ne? So, hier ist ja der alte Wasserfall. Da hat sich nichts dran geändert. So, und dann... Jetzt regnet das natürlich. Guck mal hier. Ja, toll. Muss das jetzt regnen? So, hier ist das. Da möchte ich jetzt aber kein Foto von machen, wenn das hier so ein blödes Wetter ist. Hier ist das Biom Wasserfälle. Das geht. Guck mal, und hier sind überall Frösche. Eigentlich fliegen hier auch Schmetterlinge lang. Was leuchtet denn da so rot? Ach, da... Ist da das... Ach, da sieht man das Lava-Biom. So, mal gucken. Oh, meine Drohne. Ach, guck mal, was machen wir denn leer? Jawohl. Ja, sag mal fleißig, danke. Kannst du mal aufhören zu regnen jetzt hier? Danke, bitte. Guck erstmal nur noch Kisten. Hier ist eine. So, und dann haben wir hier DNA. Ja, Hacke. So, wie gesagt, jetzt sitzen hier schon von alleine Frösche. Hier, quack, quack. Oh, und das gießt wie aus Eimern. So. Ich würde gern ein schickes Foto machen wollen. So, hier ist eine Kiste. Da. Walnuss. Hier sind die Schmetterlinge, guck mal. Die fliegen von ganz alleine jetzt. Ohne, dass ihr was tut.
Ach, schade, dass das jetzt so regnet. Da ist noch eine Kiste. Kann ich euch die... Jetzt hört's auf. Das. Eine Sicherung. Leiterplatte nehme ich jetzt auch mit. Jawohl. So. Guckt mal das an. Ups, so nicht. Und ich jetzt nehme ich wirklich diesen Bauplan hier weg. Welcher ist denn das? Der. So. Ist das nicht mega? Aber das geht ja noch. Guck mal hier. Guck mal hier runter. Wahnsinn, oder? Oder wir nehmen das Bild. Das ist auch mega. Das ja. So, da ist erstmal noch eine Kiste. Ich weiß nicht, ob hier irgendwo eine goldene Kiste ist und ich weiß auch nicht, was dieses Wasserfallbiom hier birgt. Also, ob hier irgendwas sonst oder ob es einfach nur ein Biom ist. So, DNA, nochmal ein Leuchtstab. Alle Frösche. Da hinten steht noch mal eine Kiste rum. Das. Ich will einfach erstmal nur die Schränke voll kriegen. Ich weiß auch nicht, wie weit das hier geht und ob irgendwo was zum Beispiel hinter einem Wasserfall ist. Nein, hier ist nichts dahinter, aber wir können mal was trinken. Das geht natürlich nicht. Guck mal, wie die Schmetterlinge da. Ich habe auch versucht, da oben drauf zu kommen, aber wie man das schafft, das weiß ich nicht. Guck mal, hier Korallen und so. Ist ja mega. Okay, hier ist nix. Das ist wirklich... Weil es findet sich da irgendwie kein Weg, wie man da ganz oben drauf kommt. Was ist denn das da Rotes? Ich habe das probiert, aber ich habe keinen Weg gefunden. Erstmal gucke ich hier nur noch Kisten. Nee. Guck mal da irgendwo durch? Auch nicht. Also hier sind keine Verstecke hinter Wasserfällen, glaube ich. Mal gucken, ob wir hier irgendwo... hochkommen. War ich hier schon dran? Ja, war ich. Also auch wenn von euch hier einer weiß, wie man hier hochkommt, bin für jeden Dings offen. Hier kommt man ein bisschen hoch. Aber da geht es dann irgendwie nicht weiter. Vielleicht komme ich da noch irgendwie hoch. Hier so. Wow. Da ist noch eine Kiste. So, da. Schon wieder ein Sturm. Warum? Oh, und dann so ein Meteor. Oh, das ist blöd.
Vor allen Dingen sieht man da auch nicht. Aber wie das Wasser sich jetzt lila färbt, ne? Geil. Also ich wüsste nicht, wie man hier hochkommt. Das müsste dann ein ganz versteckter Weg sein. Weil hier sind wir jetzt schon am Krater, ne? Und dieses alte Loch, wo man da rein, das ist ja hier. Wow, sieht das stark aus. Ja, ich weiß nicht, wie man, ich würde hier gerne hoch, aber wie man hier hochkommt, weiß ich nicht. Das geht nicht. Also ich wüsste nicht, weil der Krater ist ja nun schon das höchste hier. Ich glaube, da soll man nicht hoch. So, hier ist ja dieses alte. Da ist ja jetzt auch diese, auch ein Wasserfall. Aber da komme ich auch nirgends hoch. Aber ich kann mal gucken, ob hier was Neues in den Kisten drin ist. Nee. Ihr seid die Frösche. Könnte mal gucken. Ich möchte mal in irgendein Raumschiff und gucken, ob da irgendwas Neues passiert ist. So, Fackeln. Warte mal, neue Sachen. Fackeln. Ach, Fackeln. Nachfrage. Nachfrage, Fackel. Fackel, Fackel, Fackel. So, und dann Angebot. Fackel. Die sortierst du weg. Die, so die Wollnusspflanze, da muss ich erstmal oben gucken, ob ich das überhaupt eingestellt habe. Genau wie bei den Sicherungen und die genetischen Merkmale, muss ich auch gucken. Aber so ganz verstanden habe ich das immer noch nicht, wie das da funktionieren soll, ne? Dunkel war es, der Mond schien heller, als um die Ecke blitze schneller. So, warte. Ich würde gern ein Tierchen haben wollen, aber so, da muss ich wahrscheinlich die andere Maschine erstmal nochmal bauen. Also hier tut sich definitiv nichts. Ich kann hier auch nichts anklicken. Ich kann hier auch nichts verschieben. Haut, Musterfarbe. Also, warte mal, Wollnuss. Lass mal gucken, haben wir hier überhaupt Nachfrage, haben wir drin. Hier kann ich jetzt aber mal wegräumen. Das ist Urema. Jawohl. Und die genetischen Merkmale, das habe ich hier auch, ne? Jawohl. Also das habe ich eingestellt. Das habe ich morgen wieder vergessen. Ja, und hier, ich dachte, wie gesagt, ich stelle hier damit das Ding her. Oh, hier leuchtet sogar. Gut, dann muss ich erstmal das andere Ding herstellen und gucken, ob da irgendwas ja, passiert. Im Moment bin ich noch ein bisschen überfragt.
So, dann haben wir euch das Biom auch gezeigt und dann würde ich mal sagen, wir machen das nächste Mal weiter. Dann sage ich, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann sage ich ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.